Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier. Gestern haben wir uns mein Willensteam angesehen, heute schauen wir uns deshalb mein Heroes-Team an. Tech Vegito Blue ist der Leader vom Aufbau her. Ist wirklich ähnlich, nur diesmal dreht es sich um Super-Types, denn Vegito Blue gibt den Super-Type-Alliierten Ki plus 3 auf Fehlattribut 120%. Sofern sich das Team um ein Rainbow-Team handelt, heißt jeder Typus vertreten ist und alle Charaktere Z-Awaked sind. Und ja, natürlich, Tech Vegito Blue zählt als Tech-Charakter in dem Team, heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch die anderen Typen. Eine Sache außen vorweg, wir haben hier leider nicht den Bonus wie im Willens-Team, dass wir uns um Ki keine Sorgen machen müssen. Denn wir wissen, im Willens-Team haben wir gestern gesehen, da gibt ja Rosé Double Rosé Lead durch die Passive Ki plus 3 jeweils. Da müssen wir uns wirklich keine Sorgen um Ki machen. Bei den Heroes ist das wirklich ein Stück anders. Da gibt es sowas nicht. Da müsst ihr auf die Links jetzt achten. Bei Vegito Blue speziell ist die Sache nämlich die, seine Keyling-Skill, er hat nur Fuse Fighter und Over the Flash. Fuse Fighter gibt es da Ki plus 2 und Over the Flash Ki plus 3. Haben aber nicht so viele Charaktere. Vom Aufbau her, wie ihr euer Team aufbauen sollt, ist wirklich dennoch gleich. Ihr geht erstmal her, schaut eure besten Charaktere an, des jeweiligen Typus, werden wir gleich machen, und baut euch euer Team auf. Lasst uns das auf jeden Fall erstmal machen. Heißt, wir gehen hier erstmal hin. Einen Tech-Charakter haben wir schon. Dann schauen wir mal an. Okay, Agility. Bester Agility-Hero. Mighty Mass. Wir nehmen Mighty Mass rein. Alles klar, wir machen weiter. Tech-Type haben wir schon drin. Lass uns das mal skippen vorerst. Imp-Type wäre Elegorn. Okay. Strength-Type. 100% Vegeta und Bulma. Okay, rein damit. Dann sehen wir hier physisch. Ella-Trunks. Okay, Ella-Trunks. Rein damit. Upsa. Und dann hätten wir noch einen Slot frei. Und diesen einen Slot fülle ich dann noch quasi mit einem der besten Heroes von mir auf. Und das ist dreifacher Goku Extreme Z-Awakened 100%. Dann würde mein Team so aussehen. Vorneweg mit den besten Charakteren, die wir haben. Und wir sehen schon, Attack Set und HP Stacks sind wirklich sehr, sehr gut. Das Problem hier jedoch ist eben diese Keyling Skills. Wirklich diese Keyling Skills. Denn wir haben hier nur einen weiteren, der Over the Flash hat. Und das ist Super Saiyan 3 Goku. Super Saiyan 3 Goku heißt, wir könnten ihn mit Vegito Blue in einer Rotation halten, gar kein Problem. Aber die anderen Charaktere, wir haben hier drei LR drin. Drei LR brauchen auf jeden Fall ihre Ki. Sie haben zwar Gott sei Dank, die drei LR teilen Gott sei Dank miteinander Shocking Speed. Und LR Trunks und Mighty Mass Shattering the Limit. Vegeta hat auch Shattering Limit hier an der Stelle. Ist auch sehr wichtig, können wir auch mitnehmen. Ray Lineage für Trunks etc. Prodigies für, das ist kein Killing Skill, aber ein Angeflink Skill für Mighty Mass. Die Sache ist jedoch die, wir müssen dann in diesem Setup auf Vegito Blue eigentlich verzichten, weil wir hier LR-Rotation haben. Beispielsweise. Das ist dann so wirklich ein Luxusproblem, beziehungsweise müssen wir da eben auf die Key achten. Lasst mich euch erstmal ein anderes Team zeigen, nämlich was eigentlich ein eher besseres Team ist für die Heroes, wenn ihr darauf achtet, dass ihr dennoch viele Fusion-Charaktere mit reinnimmt, weil die haben ja Fuse Fighter Linksil und Over in der Flash. Heißt, wir gehen mal her. Tech Vegito Blue nehmen wir mit rein. Okay, dann können wir vielfach Gogeta noch mit reinnehmen. Er ist auch ein Fusion-Charakter, hat Fuse Fighter und Over the Flash, rein damit. Oder wir gehen hin, holen Super Gogeta als Int-Charakter, als Egil-Charakter hätten wir hier Super Vegito. Let's go. Dann machen wir weiter mit Strength-Charakteren. Wen nehmen wir da mit rein? Irgendein Fusion-Charakter, wen haben wir hier? Gotenks hier zum Beispiel, let's go. Und dann fehlt uns noch ein Physisch-Charakter und Physisch-Charakter gucken wir dann das Ganze mal an. Dreifachen Gotenks, okay, nice. Das Team würde sich weitaus besser linken, ja, weil es ist ein Heroes-Team mit Fusion-Charakteren, die haben Fuse Fighter, 3-fache Gotenks, Super Gogeta und 4-fache Gogeta haben noch Over in der Flash zusätzlich. Und dieses Team wäre mehr darauf orientiert, Tech Vegito Blue in einer Rotation zu halten. Das würde auch funktionieren. Aber eine bessere Wahl wäre, wenn ihr die Neo Guard Leader nimmt. Wenn ihr das könnt, ein Team Heroes Team mit Tech Vegito Blue als Leader rein aus Neo Guard Leader, denn die Neo Guard Leader haben viele, da haben viele Over the Flash. Und zwar Tech Vegito Blue, dreifache Angel Goku, beide haben Over the Flash, let's go. Oder beziehungsweise, ja, lass erstmal die mit Over the Flash auffüllen. Super Gogeta, rein damit. Und dreifache Gotenks. Die alle haben Over the Flash. Ihr könnt die alle in der Rotation halten. Gogeta mit Gotenks, Vegito mit dreifachen Goku oder hin und her switchen. Weil sie haben Over the Flash und dann müsst ihr euch um Ki und Fuse Fighter, also 3 von 4 bis jetzt, da müsst ihr euch keine Probleme machen. Und wenn ihr ein Team aus Neo Guard Leader bauen könnt, dann ist das Geile noch, da ist vielfacher Vegeta und vielfacher Goku dabei und vielfacher Goku in einer Rotation ist insane, Leute. Insane. Die teilen sich 6 Links hier und das ist eine meiner Favoriten-Duos. Ich liebe so dieses Team zum Beispiel. Beziehungsweise ich liebe ein Team, wo die beiden in einer Rotation sind, wenn ich das so sagen darf.
Aber hier würde ich noch eine kleine Änderung machen. Ich würde dreifachen Angel Goku raushauen und für vierfachen Gogeta reintun. Denn dann hätten wir hier, was für Team hätten wir hier? Fusion Schrägstrich vierfache Team. Ja, drei vierfache Charaktere, der Rest sind Fusion Charaktere. Richtig geil. Okay, Potara und Tanzu sind, aber sie haben Fuse Fighter. Das will ich sagen. Das Team zum Beispiel würde auf jeden Fall sehr gut passen. In dem Team würde ich Rotation wählen, Tech Vegito Blue mit irgendeiner der anderen Fusionen und auf jeden Fall die zwei Vierfachen. Okay? Heißt, ihr seht es, wir haben hier freie Wahl. Ihr müsst bei den Teams, das will ich euch auf jeden Fall rüberbringen, auf eure Charaktere selbst achten. Was könnt ihr aus euren Charakteren machen? Holt die besten Charaktere, synergieren sie nicht. Müsst ihr was switchen, so wie wir das gerade gemacht haben. Wenn ich auf die LF verzichten müsste und ein Team bauen würde, wäre das mein Heroes-Team, wenn ich ehrlich bin. Aber, jetzt muss ich da selbst drüber lachen, weil wir haben ja eben, beziehungsweise ich habe ja da ein Luxusproblem, legit ein Luxusproblem. Ich habe ja alle, ich habe die Hero LR. Heißt, in meinem Fall, wenn ich wirklich die besten Charaktere reinnehmen will, dann würde das bei mir erstmal so aussehen, wie wir das vorhin gesehen haben. Okay, lass mich erstmal die LR reinholen. Genau. Wenn ich ehrlich bin, habe ich dieses Team so gespielt, dass ich dann noch meine Lieblingsrotation mit reingenommen habe. Das Lieblingstool, sage ich mal. Vielfacher Vegeta und vielfacher Goku. Aber hier werden wir auf jeden Fall merken, das Problem an dem Team ist, Vegito Blue wird rausrotiert. Und Vegito Blue ist ein richtig kranker Unit, hartes Hitter. Den rauszurotieren in seinem eigenen Team ist ein bisschen schade, vor allem in diesem Showcase. Normalerweise spiele ich dieses Team liebend gern, wenn ich ehrlich bin, denn alle Charaktere außer Vegito Blue haben Shocking Speed. Deswegen das zum Beispiel LR Gohan mit LR Trunks in einer Rotation und die zwei Vierfachen. Aber wie Vegito, mein Heroes Team, Vegito selbst auch showcasen wollen, muss ich das Team ein bisschen ändern. Nämlich, wir holen den dreifachen Goku rein. Der hat Over the Flash. Den lasse ich mit Vegito Blue in einer Rotation. Ihr seht schon, die Stats steigen. Und für vierfachen Goku könnte ich eventuell noch Super Gogeta reintun. Aber da vierfacher Goku individuell bei mir auch auf 100% sitzt, individuell auch bis jetzt besser ist als der momentane Super Gogeta und sich auch solide linkt, auch wenn Super Gogeta da auch Over the Flash hätte, nehme ich vierfachen Goku mit rein und so würde mein Heroes Team aussehen. Ich bin echt gespannt auf sein Showcase. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf die Stage von Rosé und hauen den direkt mal gekonnt zur Seite. Okay, und da sind wir auch schon gegen Goku Black und ihr werdet jetzt sehen, wirklich, wir haben in dem Heroes Team 400.000 HP. Ist wirklich krank in dem Setup. Und wir haben auch ganz gut auf jeden Fall. Die Rotation werde ich auf jeden Fall behalten. Ein Vegito Blue mit einem dreifachen Goku. Sie geben sich Over the Flash, Super Saiyan Fierce Battle unter anderem. Und der andere Vegito Blue muss sich, ein Vegito Blue muss ich raushauen in diesem Team, weil ich werde auf jeden Fall eine LR-Rotation haben. Die wird aussehen, die werde ich mir so basteln, dass LR Gore mit LR Trunks in einer Rotation bleibt. Dann haben wir halt Rotationscharakter, halt unseren Friend Vegito Blue. LR Mighty Mass und vierfachen Goku. Merkt ihr was? Das ist das Geile so an einem Team, dass man solche Charaktere rausrotieren muss. Ihr könnt natürlich auch Supporter in das Team einbauen, ja. Kann man auf jeden Fall machen. Wird auch metagerecht gemacht, beziehungsweise wenn man davon ausgeht, dass das Team optimal sein soll, dann wird das tatsächlich gemacht. Aber ich bin eher so einer, wenn ich meine geilen Charaktere habe, wenn ich meine besten Charaktere habe, dann will ich mit den spielen. Da ist mir egal, ob ich rausrotieren muss oder nicht. Auch wenn sie in der Rotation dann sind, sie machen Schaden. Schaut euch mal diese Rotation an. Das Geile an dem Team ist, hier ist wirklich sehr, sehr oft Shocking Speed, Shocking Speed vertreten, Prepared for Battle, Shattering Limits auch dabei, Over the Flash, leider nur bei zwei Charakteren, aber macht nichts, denn diese zwei Charaktere, Vegito Blue und dreifachen Goku, halten wir in einer Rotation und dann kommen sie auf ihre Key und die anderen, die versorgen das Team mit Shocking Speed, Fierce Battle, Super Saiyan, Shattering Limit und ihr seht schon, das Team haut rein wie noch was, Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr neu seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Drückt auf den Abo-Button, jede Unterstützung würde mich auf jeden Fall an der Stelle freuen. Und ihr seht schon, ja, die beiden Dudes in einer Rotation. Also Gott sei Dank haben sie Over the Flash. Sie geben sich die Links, die sie brauchen. Und das reicht auch bei beiden. Vegito Blue braucht ein bisschen. Ja, er muss ein paar Mal oft angreifen. Ich habe keinen Dupes oder so, bis er auf sein Attack-Set kommt, 150%. Aber wenn er darauf kommt, dann ist RIP. Dann ist wirklich RIP, legit. Ja. Greifer Goku, ihr seht es, Extreme Zero Weg 100%, der steht uns hier die Show. Der macht das im Alleingang. Aber ich hoffe, ich konnte die Message euch, ich konnte die Message euch rüberbringen, was wirklich bei so einem Team, bei was abhängt. Nämlich, ihr habt da, es hört sich vielleicht dumm an oder komisch oder einfach, aber ihr habt freie Wahl. Es kommt wirklich darauf an, sowohl bei den Villains auch als bei den Heroes. Schaut euch an, wer sind eure besten Charaktere?
tut sie erstmal in das Team. Dann guckt, okay, synergieren die? Synergieren sie nicht? Wir haben gesehen, als ich meine besten Charaktere drin hatte, beziehungsweise ich habe sie jetzt drin, aber da synergieren sich, Gott sei Dank, beziehungsweise musste ich da ein bisschen umstellen, beziehungsweise mir mehr Gedanken machen, indem ich die Rotation richtig setze, weil es war ganz, ganz wichtig, diesen dreifachen Goku mit Vegito Blue in eine Rotation zu halten, weil sie sich Over eine Flash geben, das sind Ki plus 3. Sonst würde Vegito Blue oder den Goku, hätten sie das nicht, 6 ganze Ki fehlen, um 6 Ki einzusammeln während des Kampfes, ist schwer, da braucht man, ja, da müssen die Kis halt richtig sitzen. Und in der anderen Rotation habe ich eben die LR. Moment, so, hier, das ist unsere Faith-Rotation. Lassen wir mal Vegito Blue hier. Weil der hat schon ein paar Mal angegriffen, meiner, und der sollte eigentlich einen guten Attack-Set haben. Wow, der hat jetzt schon 145.000. Krass. Und das wird noch steigen, das wird noch steigen. Aber ja, nehmt eure besten Teams da, schaut, synergieren sie nicht, testet auch ruhig das Team. Guckt, okay, oh, der liegt sich nicht so gut, den könnte ich auch auswechseln. Ich hätte wirklich liebend gern die zwei Vierfachen in dem Team, in dem Heroes-Team. Dann wäre das Team aber legit nur... Oh, wir sind schon fertig. Nur Shocking Speed lastig und nur Shocking Speed Rotationen würden herrschen und Vegito Blue müssten wir rausrotieren. Und das habe ich schade gefunden. Vegito ist ein neuer Unit. Ich wollte ihn auf jeden Fall zeigen, wie er drauf ist. Ihr habt gesehen, er macht auf jeden Fall sehr gut Schaden. Wir sind noch nicht auf unsere vollen Schaden gekommen, aber das hat schon gereicht. Und ihn wollte ich auf jeden Fall hier in der Rotation halten. Mit ihm wollte ich spielen. Deswegen habe ich da ein bisschen was geändert. Aber das meine ich damit, dass ihr freie Wahl habt. Ja? Ihr könnt auch eure Lieblingscharaktere reintun in das Team. Ihr könnt Supporter mit rein. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und da bin ich wirklich... Deswegen mag ich diese Heroes und Villains so. Weil man mit ihnen sehr viel machen kann. Ja. Deswegen, Shoutout an euch jetzt erstmal. Eure Teams würden mich echt interessieren. Wie sehen eure Teams aus, eure Heroes, Villains Team? Lasst mir einen Kommentar wissen oder schickt mir ein Screenie auf Discord, Twitter, Instagram. Da geht wirklich einiges. Mein Team sieht so aus, mehr oder weniger, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, würde ich die drei von Goku trotzdem rausklatschen und vierfachen Vegeta reintun und vierfachen Vegeta und Goku in eine Rotation halten, weil die sind wirklich sehr, sehr gut als Duo. Da müsste ich halt Vegito Blue raushauen, aber ja, ja. Anyways, es gibt vieles, ihr merkt schon, ihr habt legit freie Wahl. Ich hoffe, die Message kam an. Ich hoffe, ihr habt da was mitgenommen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.